Hallo! Ja, Alla spielt Victoria 3, ich natürlich auch. Und ich habe mir ewig überlegt, also als erstes habe ich ja mal jetzt hier Belgien gespielt. Hier heißt schon die Vereinigten Belgischen Staaten. Und habe mir jetzt gedacht, ja, was soll man denn machen? Welches Land soll man jetzt hier im Let's Play spielen? Oder zumindest einmal anspielen? Ich habe mir jetzt gedacht, wir spielen jetzt mal Thailand bzw. Siam. Ich glaube, das wäre doch einmal gut, eine Herausforderung. Und schauen wir mal, wie es uns so geht. Beginnen wir gleich mal. So, jetzt schauen wir es uns natürlich einmal an. Was ist es überhaupt? Wie schaut es hier aus? Eine absolutistische Monarchie. Der König Nanklao Chakri. Ich weiß gar nicht, ob das real stimmt. Die Grundbesitzer sind, haben 63%. Ja, das werden wir natürlich, die sind jetzt auch zufrieden. Soweit. Haben wir hier auch 5 Gesetze, die wir uns gleich anschauen, die wir vielleicht umsetzen könnten. Wir haben immerhin schon Versammlungsfreiheit. Natürlich keine Sozialhilfe, kein Gesundheitssystem. Okay, hier sind wir im Plus im Moment. Da schaut alles gut aus. Institutionen gibt es noch keine. Der Etat, ja, wie gesagt, wir sind leicht im Plus. Alles mittelbesteuert. Gebäude gibt es natürlich einige, die schauen wir uns auch gleich an. Wie schaut überhaupt der Markt aus? Was ist sehr, sehr teuer? Porzellan, Luxusmöbel, Luxuskleidung. Okay. Fleisch ist auch teuer, sollte man jetzt mal auch drüber machen. Militär haben wir einiges. Und werden wir vermutlich auch brauchen, ich weiß es nicht. Rivalität mit Dainam. Dainam ist ja hier irgendwie so nebendran. Ist dann irgendwie ist Vietnam oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Die Technik lassen wir jetzt mal. Die Kulturen. Okay, ja, mal nur mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte sind richtig thailändisch. Laoisch. Fast 30% und der Rest, glaube ich, ist vernachlässigbar. Aber die beiden akzeptieren wir. Also das ist schon mal gut. Shanisch auch. Okay. So schaut die Bevölkerung aus. Ja, 9,3. Das ist natürlich übel. 81,7% Bauern. Hier die Aristokraten sind nur 73.000 und haben am meisten zu melden. Okay. Hier. Das wären Journaleinträge. Haben wir hier im Moment noch gar nichts. Und hier die Pinnwand. Was sollte man uns hier mal anpinnen? Den Markt vielleicht. Das sind jetzt unsere Staaten, die wir haben. Okay, das ist, dann haben wir sogar hier, was ist das hier, wie so eine Art Kolonialbereich. Okay, ja, als erstes würde ich einmal sagen, ich lasse dann immer auf 4 laufen. Und jetzt schauen wir hier in den Technikbaum rein, was man denn als erstes erforschen könnte. Da würde ich sagen, intensiver Ackerbau wäre mal das allererste. Und dann schauen wir auch einmal in die Politik rein, was es denn Gesetze geben könnte, die man einführen könnte. Ja, da würde ich mal sagen, da machen wir doch hier gleich einmal die Polizeidienststellen. So, schauen wir mal hier rein. Bevölkerung gibt noch keine Radikalen, noch keine Loyalisten. Okay. So, jetzt schauen wir uns die Gebäude an.
Ja, Reisfelder haben wir hier 3. Viehhöfe müssen wir hier, denke ich mal, gleich einen hinzufügen. War ja doch Fleisch hier relativ teuer ist. Tuch kommt dann auch noch mit raus. Okay. Und jetzt schauen wir noch einmal rein, kurz. Opiumplantagen gibt es auch. Und jetzt schauen wir mal, wollte ich jetzt einmal schauen. Aha, okay, dieses sogenannten Subsistenzhöfe. Das sind ja hier die freien Leute. Die Leute, die man praktisch die als Bauern hier irgendwo rumhängen und aktuell nichts zu tun haben. Lass uns mal ein bisschen laufen. Okay, haben wir schon mal ein bisschen laufen lassen. Okay, die Grundbesitzer. Okay, die sind sogar dafür. Die sind wütend, die interessieren uns nicht. Eine neue Protestbewegung wurde gegründet. Die Parlamentarische Republik beschließen. Ja, da werden sie natürlich Pech haben. Ein paar Radikale, aber ich glaube, das kennt man ja, dass besonders in diesem Bereich oftmals dann Radikale sind. Werden wir sehen, wie wir damit zurechtkommen. Okay, Baumwollplantagen, Raubdampfer, okay, Burma, okay. Könnten ja wir mal schauen, wie es denn hier ausschaut, welche Länder uns positiv gestimmt sind. Die könnte man ja mal hier ein bisschen auf unsere Richtung bringen, eventuell. Da muss ich ja mal schauen, wie das hier ist. Aktionen, Beziehungen verbessern. Machen wir mit denen mal. Weil hier ist noch kalt. Das kann nicht schaden. So, was haben wir hier? 45 Bataillonen in Reserve. Sehr gut. Okay, Interessen. Können wir. Brauchen wir aber nicht. Und Besteuerungskapazität fehlt uns. Das heißt, wir müssen auch hier Regierungsverwaltungen, glaube ich, noch erhöhen. Ich schaue noch mal kurz. Das war in Bangkok, genau. Schauen wir jetzt einmal hier rein. Genau, da erhöhen wir auch mal. Und dann lassen wir laufen. Ungarn. Noch ein bisschen laufen. Jetzt schon mal interessieren, wo die hier sind. Okay, hier in dem Eck. Okay, schon mal ein Stück weg. Okay, das interessiert uns nicht. So, jetzt war natürlich sehr, sehr lange Wartezeit, bis sich hier was tut. Ja, damals waren die noch wütend, als Opium teilweise dann verboten worden ist. Mittlerweile kann man sich das nicht mehr vorstellen.
gab es jetzt keine besonderen Änderungen. Hier wird ja praktisch ist ausgebaut. Auch sehr schöne Grafik. Und man hört auch die Hühner gackern. Ich würde mir denken, dass man vielleicht auch mal so Bauhöfe oder sowas braucht. Aber schauen wir mal, wie das jetzt wieder funktioniert. Anker, was haben ja wir? Ich sehe hier nur das. Okay, ja, da passt schon. Regierungsverwaltung. Aber wie kann man denn jetzt? Wir könnten doch auch irgendwo Bauhöfe, dachte ich mir, noch bauen. Die hier schneller bauen, Produktionslinse. Schauen wir mal. Da ist es anscheinend noch nicht freigeschaltet. Kann das sein? Bausektor. Okay. Sollte natürlich hier auch sein, vielleicht da wo mal Bangkok. Und dann kommt man das vielleicht auch einmal hier nach oben stellen. Dann geht es dann vielleicht beim Bauen etwas flotter. Das geht hier sowieso sehr, sehr flott. Sehr, sehr flott durchgesetzt. Denke ich mir mal. Örtliche Polizeidienststellen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ah, und jetzt geht es hier auch vorwärts. Gut, die Radikalen werden etwas mehr, aber auch die Loyalisten. Aber mehr Loyalisten als Radikale. BIP steigt hier noch nicht. Alphabetisierung nur 20%. Ja, das ist natürlich dann auch was, wo man früher oder später dann mal hier irgendwelche Schulen braucht. Vielleicht dann auch einmal die Mönche hier mit reinnehmen, eventuell. Das werden wir sehen. Okay, was ist da los? Die Kugel eines Attentäters hat heute Morgen einen Minister, einen Interessenclub, den Clubbesitzer nur am Haaresbreite verfehlt. Jawohl. Okay. Wer sich der Ordnung entgegenstellt, muss bestraft werden. Mal hier rein. Wenn hier wirklich die Landbewohner beteiligt waren. Aber dafür hat er noch eine Erfolgschance.
Soll es dann in dem Jahr am 30. September soweit sein? Obst ist auch relativ teuer. Wir können ja mal hier reinschauen, was denn hier die Leute brauchen. Okay, die Niedrigen sind relativ günstig noch dran. Stell dir fest, was haben die? Ja, Luxuskleidung. Aber am meisten Getreide brauchen es. Meistens Getreide. Und die hier, die leidlichen. Wo ist da Getreide? Auch 12% der Ausgaben. Und die sicheren? Dauert immer ein bisschen, bis man das hier festmarkert. Ja, könnte man auch auf Getreide gehen. Reisfelder. Wie teuer ist denn der Reis? Ach, das bringt dann auch Getreide. Mhm. So, was haben wir denn hier? Da haben wir eigentlich noch gar nichts. Hier auch einmal Reisfeld mit rein. Okay. So, was gibt's da neues? Gold einlagern. Okay, wir hatten Gold jenseits unserer Dingens. Ja, aber es ist ja gut. Lieber haben wir etwas mehr. Goldreserven steigen. Das ist in Ordnung. Holz wird teuer. Okay, aber wenigstens ist der Bauhof fertig. Einmal. Bausektor. Okay, es sind auch schon jetzt 2000 Leute drin. Natürlich kostet das was, das ist klar. Da sieht man es auch hier unten, temporäre Landesausgaben für Bauwaren. Doch wären natürlich die Sachen jetzt auch ein bisschen teurer. Aber dieses geht natürlich dann schneller. Und das ist schon mal gut. Okay, jetzt sind die 5000 Leute drin. Sehr gut. Holz ist gestiegen. Mal schauen. Okay, die sind auch zufrieden, da die Mönche. Die wollen jetzt keine Polizei bewahren. Was sind das für welche? Die Landbewohner? Waren nicht die Landbewohner? Nee, genau, das waren ja die. Die werden wir hier auf keinen Fall jemals mit reinnehmen. Was wäre jetzt, wenn wir die Mönche mit reinnehmen? Ja, wir auch Legitimität 100%. Aber dann gibt es wahrscheinlich mehr Aufständische. Und die wollen wir natürlich nicht. So, was hat man denn hier jetzt gebaut? Reisfelder nicht, Viehhöfe. Genau. So, werden wir jetzt gleich sehen. Also, jetzt sinkt der Fleischpreis wieder. Sehr, sehr gut. Okay. Jawohl. Da sind sie zufrieden, denke ich mir mal.
schauen wir mal, was wir denn hier. Können wir noch nichts machen, okay. Schlachtwerkzeuge. Also da bräuchten wir dann Werkzeuge. Ja, da können wir natürlich noch vieles, vieles machen. Das ist klar. Vor 30 Wochen. Aber wir müssen es machen, weil hier die Besteuerungskapazität ausgeht. Okay, alles klar dann. Was ist hier los? Okay. Das haben wir jetzt, es wird es, mit Ihrer Unterstützung wird das Gesetz verabschiedet werden. Ja, dauert noch eine Runde, bis Anfang 18:37 Uhr. Okay, dann haben wir hier die erste Aufgabe mehr oder weniger schon erledigt. Und zwar hier ein bisschen den Fleischpreis gesenkt. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann weiter an, wie wir hier vorgehen, um Siam auf Vordermann zu bringen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch eine gute Zeit, bis bald, tschüss.